Also ich bin Bernd Schmidt, ich bin ja hier im DBVC-Verband aktiv. Ich bin jetzt unterwegs schon ein paar Mal gefragt, sag mal in zwei Sätzen, was sagst du, wenn Coaching als Perspektive? Das ist mir ein bisschen schwer gefallen. Also es geht nicht darum, welche Lebensperspektive habe ich, wenn ich Coach werde oder wie wird der Markt gut werden. Das sind nicht die Perspektiven, die ich meine. Ich hätte auch den Vortrag nennen können, Coaching als Expertise. Also es geht mehr darum, jenseits vieler bekannter Definitionen etwas von dem, was für mich die wichtigste Kompetenz, der wichtigste gesellschaftliche Beitrag, den Coaching und ein Coaching-Verband leisten könnte, das zu verorten auf einer Art Gesellschaftsprofessionslandkarte. Und das ist ein bisschen abstrakt, das gibt einem jetzt nichts Konkretes an die Hand, sondern es gibt einem wirklich Blickwinkel, Positionierung, die man einnehmen kann, aus denen heraus bestimmte Teile der Welt sichtbar werden und aus denen ganz bestimmte Bezüge, um die es für mich bei der Coaching-Kompetenz geht, sichtbar zu machen. Ich sage zwei Dinge zum Hintergrund, damit man versteht, warum ich jetzt nicht irgendeine Coaching-Methode oder ein Coaching-Konzept im Moment so wichtig finde. Ich bin einfach schon sehr lange unterwegs. Ich habe mit Gruppendynamik vor 35 Jahren angefangen, systemische Therapie, Transaktionsanalyse. Ich bin Mitglied der systemischen Gesellschaft. Also ich habe sozusagen alle Metamorphosen der Verständnisse und der Namensgebungen auf dem Gebiet der psychosozialen Arbeit und auf dem Gebiet der Arbeit mit Organisationen mit durchlebt. Und immer auch versucht, da definitorisch ein bisschen mit dran zu gestalten. Mir war immer wichtig, schon bei meinem ersten Versuch 1974, da haben wir mit Gesellschaft Gruppendynamik im Bildungsbereich gegründet, weil wir gesagt haben, Gruppendynamik darf nicht in sich selbst irgendwas veranstalten, sondern muss auf einen gesellschaftlichen Bereich ausgerichtet sein und dort einen sinnvollen Beitrag leisten können. Also ich war schon immer einfach gesellschaftlich und bildungsmäßig engagiert. Und die Frage, warum ich habe auch mehrere Verbände schon gegründet, warum nochmal jetzt in dem Coaching-Verband. Und mein Beweggrund war, dass Coaching ist eine Verheißung, unter der sich jetzt viele Menschen offenbar orientieren. Und ich fände es toll, wenn ein Verband mit dieser Verheißung einen Weg findet, einen relevanten Beitrag zur humanen Entwicklung unserer Gesellschaft zu leisten. Und da ist mir die einzelne Methode und das einzelne Etikett nicht so wichtig als eine Orientierung und als die wesentlichen Kompetenzen sind, die wir dafür brauchen. Und das möchte ich versuchen näher zu beschreiben. Man interessiert sich natürlich auch für das, wo man zu Hause ist. Also ich leite ein Weiterbildungsinstitut, wir sind also kein Coaching-Anbieter. Also ich habe nicht viele Coaches laufen, die irgendwo große Kontingente von Einzelcoaching-Bedarf oder Ähnliches bedienen, sondern ich qualifiziere Menschen, die unter dem Stern Coaching nach Wiesloch kommen und sagen, ich möchte eine zweijährige berufsbegleitende Weiterbildung machen. Und die meisten dieser Menschen, die wollen nachher auch nicht als Coach firmieren, obwohl sie eine Coaching-Ausbildung machen. Die interessieren sich auch nicht besonders für unsere Zertifikate. Und zwei Drittel kommen aus den Unternehmen, worüber ich sehr glücklich bin, weil die Menschen in den Unternehmen sind meiner Meinung nach die wichtigeren für die Entwicklung der Unternehmen. Und die meisten sind also auch nicht Psychologen oder die sind auch intern nicht als Coaches unbedingt tätig, nicht mal unbedingt im Personalentwicklungsbereich, sondern in vielen Funktionen, wie das ja heute üblich ist. Also in den sonstigen Prozessen der Organisation möchten Sie das, was Sie in der Coaching-Qualifikation für sich finden und lernen, einbringen. Und ich finde das ganz toll und trotzdem nennen wir das Coaching. Würden wir nur eine Qualifizierung zum Beratungsgesprächführer denken, dürfte man eigentlich die meisten nicht so als in einer Coaching-Ausbildung sein bezeichnen. Also und das ist mein Hauptgeschäft, von daher überlege ich natürlich auch, wie kann für die Menschen Coaching verständlich werden,
dass sie nachher ein Gefühl haben, wo, was das ist und was ein Unterschied zu irgendwas anderem ausmacht. Das sind die Hintergründe. Im Verband bin ich bekannt, bis manchmal bei manchen verschrien, dass ich immer sage, ja, Coaching als vertrauensvolles Vier-Augen-Gespräch mit Menschen in beruflicher Belastung, mit Führungskräften und so weiter, ist sehr wichtig, ist zurzeit das verbreitetste Produkt, das den Namen Coaching trägt. Aber das allein ist keine Lösung für unsere gesellschaftliche Entwicklung, sondern die Organisationen müssen sich entwickeln, die Berufsbilder müssen sich entwickeln, das Zusammenspiel muss sich entwickeln. Die Menschen müssen lernen, sich auch bezogen auf Berufsentwicklung und bezogen auf Organisationsentwicklung in ihrem Selbstverständnis und ihren Kompetenzen zu entwickeln und nicht versuchen, jetzt irgendein Ausweisetikett, jetzt ich Coach oder ich irgendwas, anzuheften, sondern sie müssen wissen, wer sie sind, auch wenn sie das Ding runternehmen. Das ist unser Verständnis von Professionalisieren und von Entwicklung einer professionellen Identität. Das Problem ist, dass man das nicht an sehr einfachen Insignien festmachen kann. Und ich möchte jetzt in diesen 35 bis 45 Minuten das einfach nochmal erläutern, was diese Perspektive Coaching, die Expertise Coaching für mich ist und warum mir das so wichtig ist, dass dieser Verband und diese Kongresse sich nicht Scheuklappen anlegen, auch nicht sehr weite Scheuklappen, die mit bestimmten Formen oder Standards oder sonst wie verbunden sind, sondern dass sie eine essentielle Vorstellung davon kriegen, was unser Beitrag zur Entwicklung unserer Gesellschaft werden könnte. Und wenn man die Verhältnisse sieht, weiß jeder, wir brauchen dringend etwas, was uns hilft. Ich bin da auch nicht mehr so optimistisch, wie ich schon war, aber ich versuche mich in dem, was Watzlawick die Kettenreaktion des Guten nannte, also unseren Beitrag zu leisten und zu hoffen, dass er vieles anstößt. Wir sind sehr ermutigt dadurch, wir haben ein ehemaliges Netzwerk von 2000 Professionellen, die sehr intensiv am Internet miteinander arbeiten. Das ist vielen bekannt, selbst wenn sie nicht in dem Netzwerk sind, weil das, glaube ich, wirklich das best funktionierende Netzwerk dieser Art ist, was eben zeigt, dass die Menschen, die bei uns qualifiziert werden, danach miteinander an etwas gemeinsam weiterarbeiten wollen. Und die anderen auch als Verbündete verstehen, weil sie mit großem Vertrauen sich gegenseitig Aufträge zuschustern, Informationen geben und all dieses. Also auch die Kultur unserer Profession ist für mich eine ganz wichtige Angelegenheit. Aber dass ich nicht allzu viel Vorreden mache, sonst sage ich oft in den Vorreden immer das Wesentliche, dann habe ich nachher an der Stelle, wenn ich dann vortrage, bin das Problem, oh, das habe ich eigentlich schon halb gesagt, was mache ich denn jetzt? Also wofür steht Coaching? Und das Bild vorher soll es sein, die meisten Menschen denken dann zunächst mal an dieses vertrauensvolle Vier-Augen-Gespräch und das ist auch eine wichtige Arbeitsform für Coaching. Ich bin da kein bisschen dagegen. Aber wofür steht denn Coaching noch? Es steht insgesamt für ein Beratungsgespräch, sei es nun ein formelles, das zum Coaching ausgeschrieben ist. Es steht aber oft auch für gute Gespräche in Führungs- oder kollegialen Beziehungen. Also es spricht der Begriff Coaching fällt einem ein, wenn jemand Kompetenzen erwerben will, Gespräche gut zu führen. Also es geht um Coaching-Kompetenzen, die jemand erwerben möchte und nicht unbedingt darum, dass er jetzt als Coach für Augengespräch führen möchte. Manchmal suchen die Leute auch eine Qualität, etwa in Prozessen der Kooperation, die sie in Coaching-Prozessen kennengelernt haben, die sagen, so müssen wir eigentlich zusammenarbeiten. Das ist nicht nur eine Sache für Beratung, sondern es ist eigentlich eine Sache sein für den täglichen Umgang miteinander in den Prozessen und in der Kommunikation. Von daher steht da Coaching einfach für Qualitäten, die die Menschen im Coaching suchen oder aus dem Coaching kennen. Und dann möchten die Menschen sich eben nicht mehr so schematisch professionell aufstellen, sondern sie möchten selbst Mensch sein und sie möchten eigentlich ihre Werteanliegen, ihre Anliegen an Lebensqualität, ihre gesellschaftlichen Anliegen in ihrem professionellen Selbstverständnis unterbringen und nicht daneben irgendwie leben wollen.
Und dann suchen Sie also eine Coaching-Professionalität. Beziehungsweise, was man sich ja manchmal erhofft durch massenhaftes Coaching, wenn ganz viele gecoachte Leute dann zusammen sind, dann gehen die sehr gut miteinander um. Passiert leider nicht automatisch. Aber die Idee dabei ist schon, wenn Menschen diese Qualitäten kennengelernt haben, eine Coaching-Professionalität entwickeln, Coaching-Kompetenzen erworben haben, dann müssen wir auch zusammen eine Organisationskultur hinkriegen, die eigentlich das übliche Coaching im Normalfall sowieso überflüssig werden lässt. Also eine Coaching-Kultur. Kann man sich natürlich fragen, ob man das denn jetzt alles Coaching nennen sollte. Man könnte es auch irgendwie anders nennen. Ja, könnte man. Aber im Moment ist einfach, aus welchem Grund auch immer, haben sich viele dieser Sehnsüchte, dieser Wünsche, etwas zu finden, was uns wirklich angeht, im Beruf, in den Organisationen, an diesem Begriff Coaching kristallisiert. Sie sehen ja heute, wir haben eine ganz vielfältige Art, wie versucht wird, Coaching zu definieren. Das eine, einfach das Setting, also vier Augen, oder ein Arbeitsformat, einmal in der Woche, eine Stunde oder alle vier Wochen. Andere sagen, ich mache nur Gruppencoaching. Man kann Coaching definieren, das ist eine bestimmte Rolle und eine bestimmte Tätigkeit, also zum Beispiel das Beraten. Dann sollte man Führungsbeziehungen, die die gleichen Qualität haben, ja möglichst nicht Coaching nennen. Die meisten der Leute, die bei uns aber sich qualifizieren, die wollen nicht Berater im formellen Sinne werden, also Kontraktbeziehungen mit anderen eingehen, sondern die haben vielfältige andere Arbeitsbeziehungen mit den Menschen um sie herum. Man kann Coaching definieren über die Lebensfelder, über Themen, über Kunden, wie zum Beispiel Sportcoaching oder Bildungscoaching oder Mittelstandscoaching oder über die Themen Gesundheitscoaching, Demografiecoaching oder über Klientengruppen, Politiker-Coaching, Manager-Coaching oder über das Medium, das man benutzen will, wie E-Coaching. Also es gibt, da werden immer Teilaspekte, die wichtig sind bei einem Selbstverständnis von professionellem Arbeiten, werden dann zu einem Benennungskriterium erhoben und da gibt es überhaupt kein einheitliches System und das werden wir auch nie kriegen. Ich weiß auch nicht, ob wir das kriegen sollten. Ich habe nichts gegen alle diese Arten, sich zu definieren, weil dann jemand das, was Luhmann eine Leitdifferenz nannte, für sich sagt. Ich mache eben E-Coaching im Unterschied zu immer mit den Leuten zusammensitzen. Oder ich mache Mittelstandscoaching, das heißt, in dem Feld kenne ich mich aus, im Unterschied zu in Projekten mit Konzernen arbeiten. Oder ich mache Executive Coaching, ich glaube, ich kann mit diesen Leuten, ich verstehe deren Welt und ich finde auch Zugang zu denen. Damit markiert jemand einen Aspekt seines Zugangs zu diesem großen Feld und das kann für zueinander finden im Markt wirklich auch sehr nützlich sein. Ich habe einen abstrakteren, diese Dinge umfassenden Vorschlag, wie man Coaching definieren könnte, nämlich, wie schon erwähnt, über Perspektiven und über Expertise. Das Wichtigste am Coaching oder am Coach ist für mich, dass er was davon versteht, wie der Mensch in der Berufswelt sich erlebt, sich bewegt, beziehungsweise was davon versteht, wie aus Sicht der Berufswelt auf den Menschen geschaut werden kann und Maßnahmen ergriffen werden, dass es eine lebenswerte Berufs- und Organisationswelt für Menschen ist, neben dem, dass sie natürlich auch vital und leistungsstark sein müssen. Dabei muss man immer auf das Wirtschaftssystem und dessen Logik schauen, wie sinnvoll Leistung, welcher Art, wann, wo, wie ist. Da habe ich durchaus auch einige kritische Gedanken dazu. Also, für mich ist es dann Coaching, egal was es genau ist, wenn es menschenorientierte Organisationskultur und Professionskultur fördert. Und das sind von daher zwei Dimensionen, um die es bei dieser Perspektive oder der Expertise, die ich erwerbe, für diese Perspektive geht. Die eine ist Mensch und Organisation, das ist das, was ja sehr oft diskutiert wird.
Die Coaching-Perspektive fragt, wie schaue ich auf die Organisationswelt und wie gestalte ich die Organisationswelt mit aus der Perspektive Mensch, sodass für den, dass der Mensch sich in dieser Organisationswelt gut behaupten und gut entwickeln kann. Ich meine einfach, dass die Hälfte des Existenzguts von allen Organisationen ist, dass Menschen darin sinnvolle Lebenszeit verbringen können. Also wie, es gucken ja andere Menschen auf, andere Berufsgruppen und Professionsausrichtungen auf die Organisationswelt. Das sind die Techniker, die Juristen, die IT-Leute, die Finanzleute. Alle gucken auch auf die Organisationswelt. Die haben benachbarte professionelle Perspektiven auf die Organisationswelt. Die Coaches haben die Perspektive Mensch und Organisationswelt. Und das ist eine Perspektive, die bisher von niemandem anderen abgedeckt ist. Ich sage dazu nachher nochmal was gleich. Es gibt zwar verschiedene wissenschaftliche Disziplinen, die sich mit Erkenntnissen und Teilperspektiven zu der Perspektive Mensch in der Organisationswelt beschäftigen. Was die in der Regel nicht leisten, ist die Multidisziplinarität und die Integration dann in das konkrete Handeln und Entwickeln von Menschen und Organisationen. Und das ist eine originäre Aufgabe, die bisher gesellschaftlich nicht wahrgenommen wird. Und ich finde es sehr schön, wenn der Coaching-Begriff damit versorgt würde. Es ist aber auch umgekehrt, der Mensch aus der Perspektive der Organisationswelt. Von daher verstehe ich von der Tätigkeit her jemanden durchaus als Coach, wenn er beim Aufbau einer Organisationsstruktur, beim Aufsetzen von Prozessen mit überlegt, wie müssen die sein, dass sie für die Menschen, die nachher in diesen Prozessen und Strukturen tätig sein können, auch geeignet sind. Also es ist niemanden, der direkt mit den Menschen, mit der anderen Richtung der Perspektive arbeitet, sondern berät die Organisation, wie sie die Idee, dass Menschen ihr wichtigster Produktionsfaktor sind, nicht nur im Prinzip, sondern sehr konkret bei der Gestaltung ihrer Architekturen und ihrer Prozesse ernst nehmen können. Also von daher auch durchaus eine Fachberatung, ja? Ist dann eine Verständnisfrage. Gern. Wären Sie bereit, den Gattungsbegriff des Menschen durch das Individuum zu ersetzen in Ihrem Kontext? Erstmal unbefangen ja, aber ich wahrscheinlich verbinden Sie mit da einen Unterschied, den ich jetzt noch nicht kenne, deswegen weiß ich nicht. Ich verbinde damit in der Betrachtung natürlich einen Unterschied. Der Mensch ist einer von einer sehr großen Gattung. Also, das Individuum ist etwas Unverwechselbares, Einzigartiges. Ja, dann meine ich das Individuum. Okay, danke. Also in der Ausprägung von Individuum. Ja, und von daher verstehe ich, die Coaching-Perspektive ist auch die Perspektive, die auch ein Manager, der niemals sich als Coach nennen wollte, der zum Beispiel einen neuen Betriebsteil aufbaut oder zum Beispiel eine Fusion betreibt, dass der sehr ernst nimmt, die Managemententwicklung, die Personalentwicklung, die Organisationsentwicklung bezogen auf die Menschen, die davon betroffen sind. Dann ist es eine Coaching-Perspektive, neben vielen anderen Perspektiven, die er natürlich auch haben muss. Also Mensch und Organisation, und zwar aus beiden Richtungen. Wenn Sie jetzt sagen, Coach ist Vier-Augen-Gesprächsführer, dann fällt ja dieser ganze Bereich weg, dass die internen Expertise entwickeln und die externen, wie normale Organisationsstrukturen und Prozesse gestaltet werden können, damit sie das, was im Coaching dann meist reparaturmäßig versucht wird, wieder hinzukriegen von vornherein als Lebensweise der Organisation auf einen guten Weg bringen. Und ich glaube, das werden die meisten zustimmen, dass das ja eigentlich die entscheidende Entwicklungsgröße ist, sonst werden wir ewig Reparaturbetrieb bleiben. Was bisher vielleicht noch weniger im Blick ist, weil wir dafür auch noch keinen großen und noch keinen gut bezahlten Markt haben, ist die andere Dimension Mensch und Beruf. Also wie kann, soll sich die Berufswelt entwickeln aus der Perspektive des Menschen? Dass das eine wichtige
Expertise ist, dass ich mir, dazu muss ich mir Kenntnisse erwerben über die Berufsentwicklung, über Professionenentwicklung, über Funktionen von Verbänden, über Bezahlungssysteme, über gesellschaftliche Abrechnungsmöglichkeiten, über Fördertöpfe, über ganz, ganz viele Dinge, um überhaupt zu verstehen, wie es mit der Berufswelt zu tun hat. Und wie wird diese Berufswelt eben gestaltet, damit sie menschengerecht ist. Und dazu kommt das, was unten schon mal aufgeschrieben ist, dass dazu natürlich das ganze Spektrum der Berufslebenswege gehört. Da gehört die Berufsausbildung, die Berufsweiterbildung, der Berufseintritt, da gehören Demokratiefragen dazu, da gehören Lernformen im Alter dazu, da gehört nicht nur die Frage dazu, wie muss eine Didaktik sein, dass ältere Menschen gut umlernen können in einem Unternehmen, sondern da gehört auch die Frage dazu, was muss Organisationsentwicklung bereitstellen, damit die, die umlernen, bereit sind, auch Möglichkeiten haben, das auch wirklich zu machen. Und da scheitern ja die meisten Projekte dieser Art dran. Auf Workshops kann man da viel machen, aber wie integriert man das? Ein kleines Beispiel, mein Freund ist Klaus Jäger, der Personalchef in einem großen international tätigen mittelständischen Unternehmen ist. Die haben gesagt, wir müssen Produktion rausverlagern, die Leute, die es bisher machen, wir können es nicht mehr machen, wir wollen aber alle halten. Wir brauchen also jetzt eine Idee, was können die noch lernen, was können die bei uns arbeiten, wie muss sich das Unternehmen entwickeln, wie finden wir raus, was man aus denen machen kann, wie man sie fördern kann. Was heißt das im Gehaltssystem? Was heißt das in Umschichtung von Arbeitsprozessen und Ähnlichem? Dass bei laufendem Betrieb, die dann in neue Funktionen kommen, das ist doch all das, wofür Coaches eigentlich Expertise haben müssen. Das war in einem unserer Dialogforen des DBVC und hat gebeten, die vielen kompetenten anwesenden Coaches, kann mir da jemand was anbieten? Ich habe viele Themen, ich kann das nicht weiterverfolgen. Und dann kam hier und da ein Tipp, dass da einer was drüber geschrieben, da gibt es ein kleines Experiment. Folgendes könnte man mal probieren, dann sagt bitte, das reicht mir nicht. Ich brauche einen Anbieter, der sich eines solchen Themas komplett widmet und bereit ist, mit seiner Expertise und mit der Feldkenntnis und mit dem, was er sich noch dazu holen muss, auch aus der Wissenschaft, aber auch aus den verschiedenen Praxisbereichen, irgendetwas zu konfigurieren, dass wir eine solche Maßnahme auch durchführen können. Das ist jetzt ein Jahr her, es sucht immer noch. Wir suchen mittlerweile zusammen. Ich finde aber, das wäre doch für die Coaching-Szene ein ganz originäres, tolles Projekt. Und wir als Verband und in unserem Professionsverständnis fände ich toll, wenn wir uns dahin entwickeln würden, dass wir sagen würden, ja, für sowas sind wir zuständig. Für sowas holen wir Expertise zusammen und für so etwas finden wir Organisationsformen. Denn dass das ein mittelständisches Unternehmen aus sich heraus nicht komplett entwickeln kann, das versteht man ja auch. Würde das aber gelingen, hätte es einen riesen Vorteil, weil in der Region sitzen eine ganze Reihe von Mittelständlern, die sehr eng zusammenarbeiten. Man könnte eine ganze Region entwickeln auf diese Weise. Man könnte Arbeitslosigkeit und diese ganzen Programme, die danach folgen, wenn die Leute dann letztlich auf der Straße sitzen, das könnte man sich nicht alles ersparen, wenn wir es schaffen würden, hier einen relevanten Beitrag zu leisten. Also, da gehen die Perspektiven auch über, die verfließen ineinander, also Mensch und Organisation und Mensch und Beruf. Das ist ja nur jetzt sozusagen ein Versuch, das erstmal auseinanderzunehmen, aber das spielt natürlich in ganz vieler Hinsicht auch wieder zusammen. Es geht also auch um den Mensch aus der Perspektive der Berufswelt, also wie muss Berufswelt sein, wie muss Bildungswelt sein, dass der Mensch darin auf gute Weise vorkommt. Wir machen in der Metropolregion Rhein-Neckar, beteiligen wir uns an Schulentwicklungsprojekten, an dualen Systemen, die jungen Leuten hilft, mehrere Tage in der Woche schon bereit in einem Unternehmen mit tätig zu sein und nicht nur in der Schule zu sitzen, bevor dann die normale Lehre stattfindet. Oder wir haben ein Senior-Expertenprogramm, dass Menschen, die aus dem Berufsleben austreten, wie die in
bürgerschaftliches Engagement wiederfinden können, die ihre alten Rollenverständnisse und Erfahrungen auf gute Weise loslassen können und sich neu positionieren können für einen solchen Lebensabschnitt. Also es hat eine große Spanne und einen Zusammenhang zu sehr verschiedenen gesellschaftlichen Perspektiven. Also in dem Sinne, wie man früher sagte, ganz schön ganzheitlich. Um so etwas leisten zu können, brauchen wir also neue Modelle. Das ich vor 20 Jahren fast entwickelt habe, möchte ich nur aufzeigen, dass wenn Coaching Persönlichkeitsentwicklung und Persönlichkeitsberatung ist, brauchen wir einen Persönlichkeitsbegriff, der von vornherein den Menschen in diesen Welten und bezogen auf diese Welten versteht und nicht erstmal da einen Privatmenschen macht und da ist jetzt die Berufswelt und jetzt überlegen wir, kriegen wir denn da irgendeinen Zusammenhang hin? Also Persönlichkeit, dieses Modell, ist der Mensch in seinen Rollen auf den Bühnen seiner Welten. Und das ist dann sehr konkret, wenn dann jemand im Coaching zum Beispiel ein Problem hat, fragen wir, ist das ein Problem, das er mit seiner beruflichen Entwicklung zu tun hat, dass er von der Fachkraft zur Führungskraft geworden ist, dass er diese Berufsidentität ihm gar nicht liegt, dass er auch in den Managerwelten, das sind irgendwie nicht so seine Größen, oder wäre das eigentlich ganz gut, aber er ist in einer Organisation, in der Führungskraft zurzeit was ganz Bestimmtes bedeutet, das für ihn als Person nicht passt, oder liegt es daran, dass er sowieso Ärger mit seiner Frau hat, dass er zu viel arbeitet. Und im Unterschied zu anderen Beratungsdienstleistern hat der Coach ein besonderes Urteilsvermögen, mit dem anderen zusammen rauszuarbeiten, von den vielen zusammenspielenden, interagierenden Zusammenhängen, welcher ist der, den wir als erstes mal als einigermaßen plausibel ansehen und wo wir versuchen, was zu machen und zu gucken, ob das ein Schritt in die richtige Richtung ist. Also wir brauchen andere Persönlichkeitsmodelle. Und diese dürfen nicht nur psychologisch sein. Eines der Probleme, dass ja die Psychologietradition eine wichtige Herkunft des Coachings ist. Ich sage heute aber, Coaching ist interdisziplinär, denn wir arbeiten für Organisationen und für Organisationen, die auch interdisziplinär sind. Die können nicht in Teildisziplinen sich optimieren, sondern wenn ein Unternehmen sich entwickeln muss, muss eben alles gleichzeitig zusammenstimmen. Das muss von Produkten stimmen, von den Märkten stimmen, von der Finanzierung stimmen, vom Aufsetzen der Prozesse und, und. Also wichtig ist, dass Coaches sich als Zehnkämpfer verstehen, mit unterschiedlichen Profilen, sehr wohl, die auszuweisen sind, aber dass sie nicht versuchen, anderen in Einzeldisziplinen den Rang abzulaufen, wie etwa dem Psychotherapeuten oder den Bankern oder den Steuerberatern oder. Und Coaches brauchen von daher Kenntnisse in vielen Bereichen, aber sie brauchen auch kritische Distanz zu den Einzeldisziplinen. Also sie nicht sagen, also die Zahlen müssen auf jeden Fall stimmen und dann können wir überlegen noch, was wir sonst noch machen können, sondern sie brauchen eine kritische Distanz. Und das multidisziplinär sehen sich viele Strömungen, dass man mal dort und mal dort Kenntnisse gewinnt und die interessant findet, ist eine Sache. Was die Coaches in besonderer Weise leisten können und sollten, ist, dass sie diese Dinge integrieren, dass sie sie also herholen in die konkrete Gestaltung von Berufslebensentwicklung und von Organisationssituationen und Organisationsentwicklung. Und es ist mir auch ganz wichtig, dass Coaches Verantwortung übernehmen für die Integrierbarkeit ihrer Sichtweisen und Leistungen. Nicht, dass sie irgendeine Teilperspektive unheimlich aufblasen, das ist zurzeit auch sehr schick, sie können bei ganz vielen Leuten damit Resonanzen erzeugen, die torteln aber dann nachher von einer Einseitigkeit in die andere. Also erstmal zeitweilig versuchen sie alle Feedbackgespräche, sind zeitweilig ganz berührt, wie viel man miteinander reden kann. Dann merkt man, das allein löst aber die Entwicklungsprobleme des Unternehmens nicht. Dann kippt man rüber, dann holen sie einen anderen Berater rein, der sagt, Zahlen müssen in Ordnung sein,
die Leute müssen dann über die Vergütungssysteme, über Zielvereinbarungen, sonst was gesteuert werden, dann kriegt man eine andere Einseitigkeit. Also Coaches sind in besonderer Weise verantwortlich für die Integrationsfähigkeit, zumindest für die Komplementarität ihrer Leistungen. Und von daher müssen sich Coaches einfach besonders viel damit beschäftigt haben, wie diese Entwicklung in diesen drei Lebenswelten, Professionswelt, Organisationswelt, Privatwelten, für die Menschen zusammenhängen. Und das ist in der Jugend- und der mittleren Lebensphase und in der Seniorenphase einfach verschieden. Und sie müssen integrativ überlegen können, wie hängen Entwicklung in den Welten, also wie sich zurzeit unsere Organisation entwickeln in unserem kapitalistischen System oder wohin sich die Professionen entwickeln und wie passt das noch zu diesem Menschen? Kann dieser Menschen das für sich noch ausfüllen? Und diese Zusammenhänge, über die Zusammenhänge sich gute Gedanken machen zu können und die anderen bezüglich dem Erleben und Gestalten der Zusammenhänge, die zu unterstützen, das ist die besondere Kompetenz der Coaches. Gut. Eins habe ich jetzt übersprungen, damit ich mit der Zeit besser hinkomme. Wofür Coaching außer der Erhöhung von Lebensqualität von Menschen zuständig ist, ist immer auch die Erhöhung ihrer Kompetenz. Es ist ganz klar, Organisationen, egal wie man sie versteht, müssen leistungsfähig sein und die Menschen müssen in Organisationen leistungsfähig sein. Es geht nicht darum, dass sie in Organisationen nur sich irgendwie selbst verwirklichen. Das beides muss zusammenkommen. Von daher hat Coaching immer auch damit zu tun, wie Menschen in der Selbststeuerung und in der Gestaltung ihrer Umwelt kompetenter werden können. Und wie sie ihre Kompetenz auch identifizieren können, wie sie urteilsfähig sein können, was eigentlich kompetent ist und was nicht kompetent ist. Jetzt ist es so, dass Kompetenz ja nicht nur ein Persönlichkeitsmerkmal ist, sondern Kompetenz ist eben auch kontextbezogen. Um das zu markieren, haben wir hier diese Kompetenzformel entwickelt. Es geht um Rollenkompetenzen mal Kontextkompetenzen mal Passung. Rollenkompetenzen, jetzt in der Theatermetapher gesprochen, heißt, kennt jemand einfach die Rollen, die zu spielen sind, zum Beispiel heute im modernen Unternehmen, Projektleiter, Marketingbereich, also hat er überhaupt das Verhaltensrepertoire, das für die verschiedenen Rollen gebraucht wird. Und da muss jemand natürlich schon einigermaßen die Dinge kennen, sonst ist es sehr laienspielmäßig. Aber es kann zum Beispiel jemand im Prinzip eigentlich eine gute Führungskraft sein, aber er versteht nicht den Sinn eines bestimmten größeren Projekts. Das heißt, er braucht dann eine Kontextkompetenz dazu. Er muss wissen, in welcher Branche er ist, in welcher Art von Unternehmen er ist und welche Art von Inszenierung dort geplant ist. Wenn er das Umfeld nicht kennt, die Zusammenhänge nicht versteht, nützt es nicht viel, dass er in anderen Zusammenhängen sehr wohl eine gute Führungskraft war. Also, und Rollenkompetenz mal Kontextkompetenz sagt, es nützt nichts, wenn einer eine ordentliche Führungskraft ist, ihn zu einer Superführungskraft zu machen, wenn die Kontextkompetenz, das Verstehen der Zusammenhänge, in denen er arbeitet, zu gering ist. Da wäre der Effekt sehr viel größer, er würde eher studieren, wo bin ich eigentlich und was ist die Logik der Arbeit, die dort zu tun ist. Und was ja sehr oft passiert, ist, dass die Leute einfach noch eine Qualifikation machen und noch eine Qualifikation. In der Theatermetapher gesprochen heißt das, die machen immer mehr Schauspielunterricht. Aber die Stücke, in denen sie spielen, die haben sie nicht richtig verstanden. Und wer das Stück in seinem Sinn nicht richtig versteht, obwohl er dann einen Helden spielen kann, er spielt nicht den Helden, der in diesem Stück wirklich Sinn macht. Also sie müssten also sehr viel mehr das Stück richtig verstehen, dann würden sie möglicherweise das, was noch zu lernen ist, um die Rolle in diesem Stück auszuführen, ganz von selbst dazu lernen und müssten nicht eine zusätzliche Qualifikation machen. In der Theatermetapher, das ist ja eines unserer Instrumente, das wir sehr viel und sehr weit entwickelt hat, würde man dann sagen,
manchmal wird jede Menge Geld in Schauspielunterricht investiert. Stattdessen brauchen wir ein besseres Drehbuch und vor allen Dingen eine gute Regie. Wenn die Regie, die Führung von Projekten gut ist, dann können auch mittelmäßige Leute, die ein nicht super ausentwickeltes Rollenrepertoire haben, in kürzester Zeit on the job das dazulernen, was sie brauchen. Die müssen gar nicht immer erst nochmal irgendwo hin zur Schulung geschickt werden. Also es wird oft viel zu viel Geld in Schulung investiert, anstatt in gute Designs und sorgfältige Steuerung der Abläufe von Projekten und Vorhaben investiert wird. Wenn das nämlich stimmt, dann lernen die Leute ganz von selbst innerhalb dessen und brauchen gar keine besonderen Bildungsmaßnahmen. Und damit kommen wir dann wieder mal Passung. Also wenn Rollenkompetenz hoch ist und Kontextkompetenz hoch ist, aber die Passung nicht hoch ist, dann ist die Gesamtkompetenz auch gering. Passung habe ich mal sehr einfach formuliert, so übersetzt. Wie macht mir die Organisation Sinn? Aber, was die Leute manchmal nicht so gern sich ernsthaft überlegen, wie mache ich der Organisation Sinn? Und da kann die Passung verloren gehen. Also weil die Organisation sich etwa dahin entwickelt, dass dieser Mensch in seiner Mentalität einfach nicht mehr dazu passt. Ich erinnere mich, fällt mir jetzt gerade spontan ein ganz finsteres Kapitel aus der Entwicklung der Automobilindustrie, das ist ein süddeutsches Unternehmen, da war eine Verkäuferin, die Bertha, die war eine gut gebaute, bodenständige Frau, die jahrzehntelang den Metzgern ihre Dieselautos für den Transport ihrer Tiere verkauft hat, war alles ganz prima. Und das hat immer gepasst. Und dann wurde aber eine neue Niederlassung gebaut, Glaspalast der Zeit. Und da sah die Frau drin einfach nicht mehr so gut aus. Und der Vorgesetzte wurde gebeten, er soll es machen, wie er will. Diese Frau muss aus dem Bild, was eine tragische Angelegenheit ist. Sie hat nichts falsch gemacht, sie war aber nachher auf der Losestrecke. Die Passung ist verloren gegangen. Das hat aber nichts mit ihrer Kompetenz zu tun gehabt, sondern es hat etwas damit zu tun, dass die Organisation geglaubt hat, dieser Mensch macht zu dem, was wir werden wollen, nicht mehr viel Sinn. Ich arbeite ja mit seelischen Bildern, mit denen wir oft ganz gut intuitiv feststellen können, stimmt eigentlich die Passung noch oder stimmt sie nicht. Ich habe auch den Begriff des Passungsdialogs entwickelt. Heute Morgen wurde schon auf den Verantwortungsdialog hier hingewiesen vom Eberhard Hauser. Und da arbeiten wir so mit den seelischen Bildern, will mal ein kleines Beispiel davon erzählen. Es wurde von einem Konzern im Technologiebereich, wurde ich angerufen, da wäre ein hochrangiger Manager, der in letzter Zeit eigentlich immer mehr Probleme macht, der wäre nicht launig, der schnauzt die Leute an, das kennt man überhaupt nicht von ihm, der bringt seine Vorhaben nicht mehr richtig voran, der müsste mal zum Coaching. War mit denen schon länger im Gespräch, wusste, dass man das anständig nachher klären kann. Ich sagte, gut, schicken Sie den mal her, der fand es dann auch ganz prima. Er sagt, ich weiß selbst auch nicht, was mit mir los ist. Irgendwie habe ich einen Leistungsverlust erlitten, einen Stimmungsverlust, ich gehe schon meiner Frau auf die Nerven, ich weiß nicht, was es ist. Ich brauche wirklich ein Coaching. Wir haben aber relativ schnell festgestellt, dass in letzter Zeit auch eine Organisationsveränderung war. Er war bisher der Häuptling in einem Bereich, der alle Sparten an einem Standort zuständig, und das hat prima funktioniert. Jetzt ist er sogar die Treppe hochgefallen und ist jetzt für eine Teilfunktion an vielen Standorten in Europa zuständig. Das kann auch fachlich, findet er auch interessant irgendwie, auch wichtig, aber das stimmt nicht für ihn. Wir haben dann über geleitete Fantasien und Interviews seine seelischen Bilder, die im Hintergrund seiner Arbeit sind, an denen man erkennen kann, was passt denn für diese Seele und was passt für diese Seele nicht gemacht. Und alle Bilder dieser Art zeigten ihn als eine Art Zentralfigur an einem Ort in einem Gemeinwesen. Und dann ist ziemlich klar geworden, bei ihm ist einfach die seelische Passung zu dieser beruflichen Funktion verloren gegangen. Und ob man das mit Coaching ausgleichen kann, ist sehr die Frage.
Er hat dann Glück gehabt. Die Organisationsentwicklung wurde als nicht sehr geeignet nach einer Zeit gerade wieder rückgedreht. Und dem Mann ging es dann wieder gut. Das ist ein Beispiel dafür, wie Passung gewonnen und verloren gehen kann und Kompetenz in dem einen oder anderen nicht erscheinen kann. Und das ist eben nicht nur eine Frage des Individuums, sondern es ist auch eine Frage des Kontextes, in dem dieses Individuum tätig ist. Wir haben, das ist jetzt ein älteres Schaubild aus einem der Bücher, das nochmal zeigt, wie wichtig eigentlich schon bei der Einstellung, auch da wird es ja oft sträflich vernachlässigt oder auf eine Weise formalisiert, wo man nicht allzu viel mit anfangen kann, wie wichtig die Klärung dieser Passung von Menschenorganisationen ist. Das heißt, der Mensch muss für sich herausfinden, was sind die Dinge, die ihm wirklich liegen, die auch von der Seele genährt werden. Denn nur wenn es von der Seele genährt wird, hilft mir die Rollenkompetenz und die Kontextkompetenz auf Dauer, um ein Kraftfeld zu entwickeln. Weil wir haben es ja heute mit Prozessen zu tun, da kann man nicht alles operationalisieren. Da müssen die Seelen im Zusammenspiel zueinander finden. Und das geht nur, wenn der ganze Mensch dahinter steckt. Wenn der Mensch nicht dahinter steckt, dann muss alles buchstabiert werden und das wird ein riesen Kontrollsystem, mit dem man aber Organisationen heute nicht mehr steuern kann. Heute kann man Organisationen letztlich nur noch durch Kultureinverständnis steuern. Also die Person findet für sich, das sind diese Genius-Konzepte, die What Color is Your Parachute, das ist eines der Bücher, finde also zu dir in der beruflichen Arbeit, weil das ist in kreativen Berufen ein ganz wichtiger Punkt deiner professionellen Kompetenz. Und das kann auch verloren gehen. Du kannst einfach, du wolltest immer Sieger werden, aber du wolltest nicht endlos Sieger werden und hast oft genug gesiegt. Das Siegen ist jetzt nicht mehr das, was deine Seele nährt, was jetzt. Man kann also einfach eine Verschiebung stattfinden in dem, was wirklich wichtig ist. Und das muss ich selbst bemerken und es ist wichtig, dass ich das mit der Organisation, in der ich arbeite, auch abkläre, weil ich möglicherweise so meinen Job dort einfach nicht mehr machen kann. Ich finde dann raus, was ist meine Eigenart, was sind meine Kernkompetenzen, die ich in meine Funktion einbringe. Und auch da ist es ja so, dass oft Leute Funktionen annehmen, die nicht ihren Kernkompetenzen entsprechen. Die beraten gerne, nehmen aber die Stelle eines des Leiters einer internen Beratungsabteilung an. Aber anstatt die zu leiten, sind sie dauernd auf Workshop und die Sekretärin kriegt einen Nervenzusammenbruch. Das heißt, die Funktion mit ihren Kern- und Nebentätigkeiten entspricht nicht den Kernkompetenzen des Funktionsträgers. Auch darüber muss gesprochen werden. Und wenn sich die Funktion in Kerntätigkeiten und Nebentätigkeiten verändert und der Mensch, der auf der Funktion sitzt, bisher mit seinen Kernkompetenzen dann nicht mehr up-to-date ist, dann bedarf es einer Abstimmung und das ist ja nicht nur dessen Problem, dass die Welt sich geändert hat. Also man muss sehen, wie man verantwortlich von allen Seiten damit umgeht. Das heißt, und das sehen Sie jetzt auf der linken Seite, dass das auch an die Organisationsentwicklung dran geht. Dazu muss die Organisation eine Vorstellung haben, was sind ihre wesentlichen Gestaltungsgesichtspunkte, was sind ihre Kerngeschäfte, was sind ihre Kernprozesse und wie sind die Funktionen bezogen auf diese Kernprozesse ausgestaltet. Das heißt, dass diese Passung, also die Kompetenz der Menschen in der Organisation hergestellt werden kann, ist eben auch eine Frage der verantwortlichen Organisationsentwicklung. Und nicht nur, dass man sagt, ich habe nicht die richtigen, die müssen ausgetauscht oder geschult werden. In einem gut geführten Theaterstück kann auch ein relativer Laienschauspieler eine relativ gute Leistung erbringen. Das ist jetzt das Passungsbild bezogen auf Organisationen, man könnte es aber natürlich auch auf den Beratermarkt, also auf Märkte, genauso machen. Also wie ist die Marktlage zurzeit, wie entwickelt sich die Verbandslage DBVC? Wie müssen die Leute ihr Geschäft heute konfigurieren, damit es auch Umsatz abwirft? Was ergeben sich daraus für Kernprozesse und welche Funktionen ergeben sich daraus? Und da muss jemand, der gerne Berater werden möchte, sich überlegen, was ist denn meine Stärken und wo kann ich mich da anklinken? Also diese Passungsfragen sind nicht nur im Bereich Mensch-Organisation, sondern Mensch- und Berufsentwicklung genauso wichtig.
Gut, das sind also jetzt Unterperspektiven gewesen zum Mensch-Organisation und Mensch-Beruf, die für mich wichtig sind im Coaching. Und ich will jetzt nur noch mal kurz was, was nicht ganz direkt dazu gehört, aber für diese Identitätsdiskussion der Einzelnen und wie auch der Märkte eine Rolle spielt, ein kleines Konzept von George Steiner, zumindest mal anregen. Sie finden, wenn Sie irgendwas von den Dingen interessiert, wenn Sie auf unserer Website mit dem Suchbegriff suchen, finden Sie hunderte von Schriften und Tondokumenten, alles kostenlos zum Download. Sie können sich da reichhaltig bedienen, um dann mehr zu erfahren, wenn Sie das möchten. Auch hier im Verband und in dem Handbuch Coaching spielt es ja immer wieder eine Rolle, was ist Coaching im Unterschied zu? Und dann wird normalerweise eine recht unselige Definierer-Diskussion losgetreten, die eigentlich für mich ganz wenig Nutzen bringt. George Steiner, der Kulturwissenschaftler, hat gesagt, es gibt zwei Arten von Definitionen. Das eine sind die randscharfen Definitionen, das habe ich jetzt hier mal aufgezeigt. Die sind in Bereichen wichtig, wo das, was zum einen gehört, auf keinen Fall zum anderen gehören darf. Das sind mathematische, technische, operationale Definitionen, wo es eindeutige Zuordnungen möglich sind und notwendig sind. Und wir alle sind aus einer Wissenschaftstradition herausgekommen, in der definieren eben heißt Grenzen bestimmen. Was ist das eine im Unterschied zum anderen? Und das, wenn man danach Training, Beratung, Therapie, OE, Coaching, also all das, was wir da an neuen Begriffen haben, die sich in ganz vielfältiger Weise ankoppeln, überlagern und dann noch ganz verschieden konfiguriert sind, es wäre unsinnig und es wäre eine endlose Arbeit, so Ordnung in der Landschaft herstellen zu wollen. George Steiner hat gesagt, wenn es um Kulturdinge geht, ist die kernprägnante Definition wichtig. Das heißt, bei dem Wort Freundschaft, da löst bei jedem ein Gefühl aus, dass er in etwa weiß, was das ist, da gibt es kulturelle Unterschiede, aber es hat ein kernprägnante intuitives Verständnis, auf dem man gut miteinander was machen kann. Wenn man jetzt zu einer randscharfen Definition kommen würde, also was ist Kameradschaft und noch nicht Freundschaft oder schon Freundschaft, dann wollte das auf diese Weise sortieren, das wäre ein sinnloses Unterfangen. Das heißt, es ist viel wichtiger, dass ich versuche zu definieren, was ist das Wichtigste an der Sache für mich und dass ich die auch nicht durch eine abgrenzende Beschreibung erkläre, sondern dass der andere ein Gefühl dafür kriegt, was das Wesentliche für mich daran ist. Was ist der Mythos darin? Was ist das, was mich treibt, meine Hauptdimension? Und dann kann ich von dort aus mich dann an die Ränder begeben. Das macht aber auch gar nichts. Wichtig ist, dass ich weiß, wenn ich mich in Bereiche verirrt habe, die nicht unbedingt zum Kern meines Selbstverständnisses gehört, ich weiß, wohin ich zurückkehre. Und ob dann mal eine Regressionstechnik von einem Coach gemacht werden darf oder nicht, ist völlig egal. Das kann auch ein Therapeut keine Regressionstechnik machen und jede Mutter, jeder Vater macht abends, wenn es ein Abendlied singt, auch eine Regressionstechnik, auch das ist erlaubt. Wichtig ist nicht, ob das eine oder andere dazugehört oder nicht, sondern ob ich ein Kernverständnis habe, aus dem heraus ich ganz viele Dinge integriere und auf das ich mich beziehe und von dem die anderen verstehen, was im Wesentlichen mein Daseinsgrund hier ist. Und ich habe versucht, durch diese Art der Beschreibung Ihnen ein Gefühl dafür zu geben. Ich weiß, dass das schlechter in Broschüren zu schreiben ist und dass es schlechter zu vermarkten ist, obwohl wir eigentlich sehr erfolgreich damit auf dem Markt sind, obwohl wir nirgends randscharf beschreiben, was systemische Beratung ist, sind wir ein sehr erfolgreiches Institut an der Ecke und viele von Ihnen werden es wahrscheinlich genauso machen. Also, wenn dann immer gefragt wird, ja, wo bleibt dann die Identität, wenn sie nicht durch Abgrenzung bestimmt werden könnte, und dazu habe ich diese kleine Metapher. Es geht nicht darum, irgendwas zu finden, was kein anderer hat, um ein Unique Seller Position zu haben. Die Zusammenstellung macht den Blumenstrauß einzigartig.
nicht der Anspruch, Blumen zu enthalten, die in anderen Bouquets nicht zu finden sind. Also die meisten von uns machen Dinge, die ganz viele andere auch machen. Aber innerhalb dieser Dimensionen, hoffentlich, die ich jetzt beschrieben habe, ist es schön, dass es trotzdem was Unverwechselbares gibt. Gut, das wäre jetzt erstmal der Referatteil. Da danke ich erstmal für das Zuhören so lange und ich bin gerne noch bereit für eine Viertelstunde mit Ihnen zu sprechen, wenn Sie es noch interessieren. Bitte? Frage, wo würden Sie denn die Kernprägnanz von Coaching sehen? Genau das habe ich ja versucht, die ganze Zeit darzustellen. Es scheint noch nicht ganz gelungen zu sein. Das Kernprägnante daran ist, dass ein Coach an den Zusammenhang zwischen Mensch und Organisation und zwischen Mensch und Beruf adressiert. Wenn Sie mich jetzt fragen, ja, Sie können aber immer sagen, es gibt aber andere, die machen das auch. Oder wie ist das anders als die Supervisoren, die sich damit auch beschäftigen? Oder wie ist das anders als die Organisationsentwickler, die sich damit auch beschäftigen? Dann kann ich Ihnen nur sagen, ich versuche durch die Art, wie ich jetzt dieses Referat gestaltet habe, Ihnen ein Gefühl dafür zu geben, zu sagen, ja, das ist eine eigene Perspektive, die aus einem ganzen Bündel von Perspektiven besteht. Und das spürt sich als eine klare Identität an, was wir genau machen, in welchen Formen, in welchen Rollen. Das ist dann sekundär, das muss dann im Einzelfall natürlich definiert werden. Aber es muss nicht generell als Positionierung definiert werden. Das wäre ein Versuch, das Kernprägnant rüberzubringen. Also es ist Kulturbegriffe, das Problem daran ist, dass Kulturbegriffe einfach nur dann beim anderen zünden, wenn das Gefühl hat, ja, ich kann es auch nicht jetzt genau weitererzählen, aber ich habe es verstanden, was es meint. Ja, ich habe noch so die Eingangsworte im Kopf, die Sie gebracht haben. So, wenn man diese TED-Befragen von heute Morgen sieht, sind ja sehr viele Selbstständige da, Externe. Ja. Dann haben Sie so gesagt, die Internen sind ja wichtiger als die Externen. Das fand ich sehr mutig und interessant. Da habe ich es falsch verstanden. Nein, das meine ich. Für die Entwicklung der Gesellschaft sind die Internen natürlich die wichtigen. Das ist ja schon zahlenmäßig. Die kommen jetzt nicht alle zu uns auf den Kongress, aber das ist ja trotzdem die absolute Mehrheit. Und die Organisationsentwicklung muss von den Schlüsselfiguren der Organisation getragen werden oder findet nicht statt. War da noch eine Frage? Nicht unbedingt, das ist ein interessanter Aspekt. Gut, einerseits verstehe ich, dass der DBVC, weil er ein erfolgreicher Verband ist für Coaches, dass er natürlich zunächst ganz viele Coaches anlockt, dass sie sagen, können wir uns da ansiedeln. Aber wir arbeiten ja sehr daran, dass wir die Unternehmensinternen wirklich in den Dialog ziehen, mit dem Dialogforum, das wir im Januar machen, in dem Sie ja auch mitwirken werden, wie du auch schon oft mitgemacht hast. Und die kommen mehr und mehr, aber deren Verständnis ist zunächst nicht, dass sie in einem Coaching-Verband sich organisieren sollen. Die haben ganz andere Verständnisse, wo die sich organisieren. Aber wir versuchen mit solchen Definitionen ihnen klarzumachen, hey, das ist DBVC, aber das ist auch mein Verband, weil da sitzen nicht die Berater, sondern da sitzen die Leute, die den Zusammenhang von Mensch und Organisation, Mensch und Beruf in vielen Funktionen und Tätigkeiten fördern wollen. Und das will ich ja auch und da habe ich mich auch qualifiziert und da gehe ich auch an den Verband. Und in dem Verband entwickeln wir die Dinge dann gemeinsam weiter, sonst sind das keine gute Entwicklung. Er war zuerst mit mir. Mir hat es sehr gut gefallen, wie Sie auf der einen Seite sagen, von der Notwendigkeit der Integration sprechen. Das ist ja in meinem Unternehmensalltag spürbar, genau das ist notwendig, damit man überhaupt die Herausforderungen, die da liegen, dann hinkriegen kann. Ja. Und was ich sehr schön fand, ist, dass sich das bei Ihnen wiederfindet, sogar bei den Definitionen. Weil gerade mit Definitionen sind ja im Grunde, wie Sie sagen, so sehr viele Abgrenzungstendenzen verbunden, wie mit vielleicht Marktbehauptungen etc. Das gefällt mir sehr gut, weil ich glaube, genau der Trend, der muss sich sowohl in der Beraterbranche als auch bei den Mitteilungen durchsetzen. Ja. Das fand ich sehr, sehr schön und auch diese Kerndefinition nachvollziehbar. Mhm. Für mich ist halt die Frage, wie weit ist das in den
köpflicher Leute schon drinnen oder wie stark sind da wirklich noch damit beschäftigt, ihre eigenen Felder sehr stark zu, als Identitätsstiften zu belegen und keinen anderen reinzulassen, damit und damit das Ganze noch recht ihre Reihen zu bringen. Ja, also das ist halt, das ist eine pubertäre Form, Identität zu finden. Ich habe mal mein Sprüchebüchlein, falls Sie das interessiert, es gibt ein paar Exemplare hier, aber Sie finden es auch im Internet, habe ich glaube ich mal geschrieben, solange man noch jemanden braucht, gegen den man bollern muss, um zu wissen, wer man ist, hat man sich nicht gefunden. Aber, und das andere ist so, es ist mein Schicksal, dass ich Konzepte, dass die Konzepte normalerweise 15 Jahre später verstanden und wirklich breit genutzt werden, sich entwickeln, die Ansichten. Und wir sind nicht so weit, weil wir ganz viele Sozialisationen haben in unserem Definitionsverständnis, in der Art der Marktbehauptung. Und zurzeit ist der Markt auch einfach für viele gut, dass sie dann ihr Ding machen und damit endlos durch die Gegend tingeln. Und solange sie Abnehmer finden, warum sollen sie integrative, komplexe Lösungen machen? Oder sie werden dann irgendwann, sind sie so erfolgreich oder so zufrieden, dass sie sagen, es muss aber doch mehr geben. Ich will doch mehr hinterlassen, als dass ich ein gutes Produkt über viele Jahre gut verkauft habe. Also da brauchen wir, ich gehöre immer zu den Vorreitern. Ich habe letztes Jahr gerade einen internationalen Preis gekriegt für ein Konzept, das ich 1991 entwickelt habe. Also das sind so die Spannungen, mit denen man leben muss. Aber ich finde schon ganz toll, dass so wenige rausgelaufen sind. Also ich bin hoffnungsvoll, dass wir da hinkommen. Ich meine, wir müssen da hin. Also diese Sandkasteneinteilereien von Schulen und Methoden, und ich habe das Beste, ich mache als E-Coaching mit folgender Übertragungsrate, und das ist völlig anders als E-Coaching mit der Übertragungsrate. Das ist so lächerlich gemessen an den Problemen, mit denen wir es gesellschaftlich zu tun haben. Ich möchte mich daran nicht mitversündigen. Eva Hirsch aus Düsseldorf. Ich habe Ihren Vortrag zunehmend besser gefunden. Danke. Am Schluss richtig gut. Drei Weltenmodelle und der Diskussion der Identität. Am Anfang hatte ich irgendwie so eine Befürchtung, geht es jetzt um Coachisierung der Gesellschaft? Also ich bin allergisch gegen Therapeutisierung der Gesellschaft. Und da hatte ich so eine Sorge, jetzt geht es um Coachisierung. Also meine Frage ist trotzdem nochmal, ist denn für Sie Coaching eine Profession? Das ist eine lange Diskussion, weil die Frage, was Professionen sind, ihrerseits in Diskussion ist. Aber klassischerweise ist eine, wenn Sie das bitte alles bei uns im Kompendium nachlesen, ist eine Profession ein anspruchsvoller Beruf, der einen relevanten Bezug zu Menschen, zu etwas markiert. Also Mensch und Rechtssystem, Mensch und Jurist, Mensch und Gesundheit und. Ich finde das gar nicht schlecht und ich finde, dass wir mit meinen Definitionen Coaching eigentlich, ohne sie formalistisch frühzeitig irgendwelche Dinge festzulegen, sehr wohl als Profession deklarieren können, nämlich der relevante Bezug von Mensch zur Berufswelt und Mensch zur Organisationswelt. Dann ja. Aber es ist ein Beruf, oder nicht unbedingt, bei Ihnen glaube ich nicht. Es ist ja eine Profession, Beruf, da kommen wir in eine komplexe Diskussion. Aber ich meine, Sie werden ohnehin fast niemanden finden, der nach der klassischen Definition hauptberuflich Coach ist. Also die meisten machen viele andere Dinge. Im Sinne eigentlich meiner Definition nennen die aber dann oft anders. Und man kann das jetzt so oder so machen. Aber mir ist es, nachdem jetzt der Coaching-Begriff so ein Leitstern geworden ist und als Container gilt, ist es mir wichtig, einen intelligenten Container, den man auch wirklich benutzen kann, draus zu machen. Es hätte wegen mir nicht Coaching sein müssen. Wir hatten auch schon andere Begriffe dafür. Also ich bin absolut gegen die Coachisierung und auch gegen die Therapeutisierung. Also da habe ich mich schon bei den Therapieverbänden immer unbeliebt gemacht, weil das Problem genauso wenig löst. Also wir brauchen Gunter Schmidt, ich weiß nicht, ob er davon morgen berichtet, der macht ja dann wirklich so Sachen, der hat ja eine Klinik aufgebaut, die Systelius-Klinik, in der die gesamte Organisation der Klinik therapeutisch ist. Das heißt, es ist eine Klinikkultur, wo man vom Verwaltungspersonal über den Hausmeister, über den Alltag auf Station heilende Erfahrungen macht. Und nicht nur im Stübchen der Therapeuten soll jetzt
Therapie stattfinden, und ansonsten ist das eine Organisation wie viele andere auch, wo man sich die Haare raufen kann. Also darum geht es ja, dass die Organisationen gesund werden, und dass sie sinnvolle Lebensumwelten sind. Wenn ein Mensch verbringt so viel Lebenszeit im Berufsleben, ist doch eine Schande, wenn das nichts taugt. Gut. Ja, das muss man als Schlusswort nehmen, es ist nämlich geteilt. Ich danke für Ihre Geduld. Thank you.